Hunde sind wahre Meister darin, Konflikte zu entschärfen. Aber gerade wir Menschen machen es unseren geliebten Vierbeinern, oftmals unterbewusst, nicht immer ganz leicht. Die größten Kommunikationsprobleme entstehen meist, weil wir Dinge tun, die unsere Fellnasen nicht mögen oder als respektlos wahrnehmen. Dazu gehört unter anderem das Hochgehobenwerden ohne Ankündigung. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Dinge, die wir tun können, die unsere Hunde aber in Wirklichkeit regelrecht hassen. Welche das sind, erfährst du im folgenden Video. Nummer 1. Permanentes Zutexten. Es gibt Hundehalter, die den ganzen Tag mit ihrem Hund sprechen. Sei es, um ihnen lang und breit zu erklären, was sie tun oder was sie lassen sollen, oder um sie ständig zu rufen und ihren Namen andauernd auszusprechen. Die Wahrheit ist aber, dass Hunde kurze, prägnante Signale viel lieber haben und sie der menschlichen Sprache natürlich nicht mächtig sind. Ganz gefährlich ist es, wenn man den Namen des Hundes für alles Mögliche verwendet, zum Beispiel um einerseits mit ihm zu schimpfen, ihn aber andererseits zurückzurufen, ihn zu belohnen oder was auch immer. Dann kann es nämlich passieren, dass der Vierbeiner irgendwann gar nicht mehr auf seinen Namen reagiert, weil dieser dann für ihn keine klare Bedeutung mehr hat. Besser ist es, mit dem Hund Signale zu trainieren und diese dann auch anzuwenden. Nummer 2. Ständiges Beifußgehen. Hunde lieben es zu schnüffeln und so die hündische Zeitung zu lesen. Im Rahmen von Spaziergängen sollen sie sich eigentlich lösen und auslasten, damit sie gelassen bleiben. Manche Hundehalter bestehen aber darauf, dass der Hund immer bei Fuß geht. Abgesehen davon, dass der Hund so seine Grundbedürfnisse nicht erfüllen kann, ist es für ihn auch noch extrem anstrengend und erfordert enorm viel Konzentration und Geduld. Besser ist es, mit dem Hund an der langen Leine spazieren zu gehen und ihn nur in Situationen, die es wirklich erfordern, ins Beifuß zu schicken. Zum Beispiel, wenn man eine vielbefahrene Straße quert. Das Signal an sich ist ja nicht schlecht, allerdings sollte es nicht ständig eingesetzt werden, denn das stresst den Hund über kurz oder lang. Nummer 3. Unberechenbare Stimmungen. Hunde haben feine Antennen für die Stimmungen ihrer Menschen. Wenn du andauernd unberechenbar bist und das deinem Hund zeigst, wird ihn das ganz sicher stressen. Ein Spaziergang sollte Erholung für Mensch und Tier sein. Wenn du aber mit mieser Stimmung in der Gegend herumflanierst, haben weder dein Hund noch du etwas davon. Versuche dir stattdessen darüber bewusst zu sein, wenn deine Stimmung in den Keller geht und dann aktiv etwas dagegen zu machen. Es gibt beispielsweise viele Übungen, mit denen du dich selbst ganz einfach wieder entspannen kannst. Bedenke immer, dass dein Hund am wenigsten dafür kann, wenn du miese Laune hast. Nummer 4. Zwang zu Kontakt. Hunde haben eine sehr feine und auch sehr klare Körpersprache, sofern man sie zu lesen versteht. Die meisten Vierbeiner wollen nicht permanent Kontakt zu anderen Menschen oder auch Tieren haben und zeigen das meistens auch ziemlich deutlich. Aus diesem Grund musst du als Hundehalter lernen zu lesen, wenn dein Hund seine Ruhe haben möchte. Unsere Fellnasen hassen nichts mehr, als ständig bedrängt zu werden. Wenn man ständig die Grenzen seines Hundes überschreitet, kann das in gefährlichen Situationen enden, die niemand von uns ernsthaft heraufbeschwören möchte. Nummer 5. Anstarren. Hast du schon einmal erlebt, dass du mit deinem Hund spazieren gehst und er plötzlich komisch auf eine Person reagiert? Dann kann es sein, dass diese ihn durchgehend angestarrt hat. Menschen starren vor allem Hunde mit blauen Augen gerne an, weil diese außergewöhnlich aussehen und ein richtiger Blickfang sind. Man kann diesen Personen keinen Vorwurf machen und die meisten Hunde haben gelernt, es zu akzeptieren, dass sie angestarrt werden. Allerdings hassen es manche Vierbeiner nach wie vor und darauf sollte man Rücksicht nehmen. In der Hundesprache bedeutet Anstarren und Fixieren eine Drohgebärde. Helfen kann es, wenn du vorausschauend spazieren gehst und für den Fall der Fälle ein Alternativverhalten mit deinem Hund trainierst. Wenn wir schon beim Thema Hassen sind. Es gibt Dinge, die sich dein Hund nur von dir gefallen lässt, wenn du wirklich sein Herz gewonnen hast. Willst du wissen, welche das sind? Dann klick jetzt auf das linke Bild, um es in unserem Video herauszufinden. Oder interessiert es dich, warum es dein Hund ganz und gar nicht hasst, sich in Dreck, Kot oder Kadavern zu wälzen? Dann klick auf das rechte Bild, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen.